So, willkommen zurück zu Harry Potter und wir spielen weiter. Jetzt sollte der Sound was leiser sein als letztes Mal. Und meine Schwester hört mir gerade zu. Und sie steht in der Tür und guckt mich an. Und ist am Griemeln. Und sie kann was sagen. Kannst du was sagen? Sie schüttelt den Kopf. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Jetzt kommt dieses Mädchen da. Und Harry, die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt gleich an. Folgt mir, ich zeig dir, wo sie stattfindet. Ja. Das Spiel ist halt von 2002 und ich kann mal vorlesen, was auf der Verpackung steht. Lesen, oder? Hier steht: Durch herausragende Grafiken erlebst du Harrys Welt so lebendig wie nie zuvor. Ja, da kann ich noch nicht hin, das ist später ein Zauber, den ich auf Seite machen kann, dann kann ich auch langlaufen. Guten Morgen. Für diejenigen unter euch, die kein gutes Namensgedächtnis haben. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter von Hogwarts. Willkommen zur ersten wöchentlichen Hauspunkteauswertung dieses Schuljahrs. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt einen Besuch im Belohnungsraum. Die Dauer des Besuchs ist davon abhängig, wie groß der Punktevorsprung zum Zweitplatzierten ist. Dann wollen wir uns mal den Punktestand ansehen. Oh, der ist ja ziemlich groß, der Vorsprung. Sieht ganz so aus, als sei Griffin 150, boah, ihr seid alle so schlecht, du Leute. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen. Ich stehe da drin als Zweites. Das ist irgendwie und vergiss nicht, klar. Deine Zeit, um Bohnen einzusammeln, ist begrenzt. Okay, meine Zeit ist begrenzt und ich kann jetzt eigentlich nur mal alles wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen die Farbtiefe was umgestellt. Soll vielleicht jetzt noch ein bisschen besser alles hier sein. Und ja, letztes Mal, das war der zweite Versuch schon, dass ich aufgenommen habe. Ich habe schon mal begonnen aufzunehmen. Da bin ich eigentlich genauso weit gekommen wie in den letzten drei Folgen. Und da war ich aber leider so intelligent. Was heißt, naja, es lag nicht an mir. Es lag eigentlich am PC. Ich schieb's jetzt einfach mal stur auf den PC. Und zwar, der ist einfach zwischendurch abgestürzt. Ich habe da ein Problem. Ich habe das Problem letztendlich geschafft zu lösen. Aber das Ganze war halt so ein bisschen verzwickt. Boah, ich bin gerade konzentriert, die Boden einzusammeln. Ich kann nicht richtig reden. Blablabla. Also nochmal. Also ich habe halt gedacht, meine Computer hätten ein paar Probleme. Ich habe vermutet teilweise, dass mein Computer einfach überhitzt wäre. Deshalb habe ich alle Lüftungen rausgenommen, abgestaubt und wieder angeschlossen. Und sogar eine Lüftung mehr. Mein Computer ist jetzt ein verkackter Kühlschrank. Und letztendlich hat sich herausgestellt, ja, das war nicht die Lüftung. Da habe ich gedacht, das liegt vielleicht an der Festplatte. Dann habe ich meine Festplatte rausgenommen, die in den PC von meiner Schwester reingetan, die uns zum Glück nicht mehr zuhört. Und dann habe ich den PC von meiner Schwester mit meiner Festplatte starten wollen, was irgendwie nicht geklappt hat. Dann habe ich ihre Festplatte in meinen PC reingetan, hat genauso wenig geklappt, alles wieder zurückgetauscht, hat es wieder geklappt. Und letztendlich hatte das Ganze eigentlich nichts mit Hardware Harry, zu tun, da bist du ja. Sondern froh, eigentlich dass gefunden nur, dass Hallo, ich die Videos jetzt anders von den konvertiere. Anderen Mannschaften hat noch keine mit dem Training also angefangen. Dieses Jahr sind wir die Ersten in den Startlöchern. Aber ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Du kannst später essen. Komm mit mir zum Quidditch-Platz. Ja, okay. Jetzt kann ich weiterreden. Und zwar, ich konvertiere jetzt die Videos seit neuestem in mal 264 oder x264, weil das Dateiformat einfach sehr klein ist. Und Windows lädt ja immer so Thumbnails vor, also so kleine Vorschaubilder, wenn du den PC startest. Oder wenn du auf den Ordner zugreifst, siehst du ja schon mal klein, was in diesem Film da, worum es da geht, oder einfach ein Ausschnitt daraus. Ja, und da war halt das Problem, dass der mal 264 das nicht so ganz machen kann und dann hat er immer ewig lang geladen und was tut er da? Und sobald hey, Harry, er das geladen hat, hat er sich eigentlich ich komplett ein Dutzend aufgehangen, ein. Das macht PC. Sich auch im Preis bemerkbar. Und das war halt auch andauernd und
dann hat nichts vernünftig geklappt und letztendlich habe ich es gelöst. Wir müssen dieses Jahr um jeden Preis den Quidditch-Pokal gewinnen. Quidditch. Um das zu schaffen, müssen wir üben, üben und nochmals üben. Nun wollen wir zuerst wiederholen, was wir letztes Jahr gelernt haben. Den roten Ball nennt man Quaffle. Die drei Jäger müssen versuchen, ihn am gegnerischen Hüter vorbei in eines der Tore zu werfen. Aber als Sucher braucht dich das ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Nimm dich vor den beiden Klatschern in Acht. Treffen sie dich, wirst du verletzt und kannst nicht mehr so schnell fliegen. Als Sucher musst du alles dran setzen, den goldenen Schnatz vor dem gegnerischen Sucher zu fangen. Nach den Ferien bist du sicher ganz aus der Übung. Fangen wir mal lieber mit etwas Leichterem an. Ich werde nun einen Schnatz in die Luft werfen, den du dann fangen musst. Wenn deine Hand nach dem Schnatz greift, kannst du ihn fangen. Okay. Mit den Pfeiltasten kannst du deinen Besen nach links, rechts, oben und unten lenken. Wirst du von einem Klatscher getroffen, von einem anderen Sucher geschubst oder rammst du etwas, wirst du langsamer und fällst zurück. Okay. Du näherst dich automatisch dem Schnatz. Batsch. Genau, Harry. Bleib dran. Da fehlt dir nicht mehr viel. Drücke jetzt die Aktionstaste, um den Schnatz zu fangen. Was ist die Aktionstaste? Okay, linke Maustaste. Ich habe ihn, aber ich habe die Steuerung noch nicht so ganz kapiert. Jetzt, wo der Rest des Gryffindor-Teams eingetrudelt ist, können wir mit einem Quidditch-Übungsspiel beginnen. Weiche den Klatschern und dem anderen Sucher aus. Ein Gryffindor übernimmt die Rolle des gegnerischen Suchers. Keine Sorge, sie werden es dir nicht allzu schwer machen. So, wo ist der Schnaps? Ich sehe ihn, aber der gibt keinen Gas. Achso, Moment. Jetzt geht's los. Mit dem Nimbus 2001 kannst du viel schneller fliegen. Die Quidditch-Rüstung schützt dich vor Verletzungen, verursacht durch Klatscher oder ein Hey, mit recht kann ich schubsen. Ich folge dem Schnaps automatisch. Okay, komm schon. Quidditch ist ein raues Spiel, Harry. Keine Angst, die Schutzkleidung hält schon einiges ab. Okay, der andere ist schon wieder weg. Gut so, Harry. Du hättest ihn fast gehabt. Ich check's noch nicht so ganz, aber ich hab ihn jetzt. Naja. Hauptsache wir gewinnen. Ihr das ist ja auch eine ausgezeichnete Leistung das sollte erbracht. Schon klappen. Du bist wieder fit, Harry, also stehen Chancen gut, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen. Bist du noch nicht fertig, Harry? Sieh nicht hin. Da kommt das Team der Slytherins. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe das Feld für heute gebucht. Hey, haben neue Besen. Und es sieht ganz so aus. Ja, das allerneueste Modell. Nimbus 2001. Ja, ich weiß. Scheinbar hat Lucius Malfoy großzügig gespendet. Gefallen dir unsere neuen Besen, Weasley? Was hast du hier zu suchen, Malfoy? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wusstest du das etwa noch nicht? Vielleicht können sich die Gryffindors ja auch eines Tages neue Besen leisten. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Spiel einkaufen. Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ich kann es mir wenigstens leisten, Weasley. Ganz im Gegensatz zu dir. Lass ihn, Ron. Er ist es nicht wert. Ja, die typische Szene jetzt hier so, ne? Schlammblut. So nennt man Zauberer, die nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Und wo wir gerade beim Thema Schlamm sind. In Hogwarts hielt der feuchte Oktober Einzug. Die Feuchtigkeit kroch über die Ländereien und drang ins Schloss ein. Auch eine andere Art von Kälte sollte sich bald bemerkbar machen. Irgendwie ist die Farbe jetzt nicht mehr komplett schwarz. Zaubertränke mit Professor Snape fängt gleich an. Wir sollten lieber nicht zu spät kommen. Du weißt ja, wie er ist. Wir müssen nach unten in die Kerker. Mir nach. Okay, auf geht's in die Kerker zu Professor Snappy. Verzeihung. Wenn ich dich am Rempel sagst du Verzeihung. Es muss der helle Wahnsinn gewesen sein, mit dem Auto zu fliegen. Ja, okay.
Ach, stimmt, genau, ich erinnere mich. Zu den Kerkern. Man kommt da oben irgendwie wieder raus. Genau, man kann hier irgendwo hochspringen. Und dann kommt man da oben wieder raus oder sowas. Wie war das? Ja, da haben wir irgendwie, ne? Erstmal die Spinne platt trampeln. Ja. Yeah. Okay.